Die Kurse am deutschen Aktienmarkt sind in den ersten Wochen sehr stark angestiegen. Wird es so weitergehen oder ist das alles doch nur heiße Luft, was hier gerade passiert? Eine spannende Frage, wenn man sich anschaut, dass der deutsche Aktienmarkt in diesem Jahr schon 10% zugelegt hat und gar nicht mehr so weit von seinem historischen Höchststand entfernt ist, den er im Januar 2022 erreicht hat. Dann reibt man sich vielleicht ein bisschen verwundert die Augen und fragt sich, was ist hier eigentlich gerade los? Ich glaube, der entscheidende Punkt ist, dass die wirtschaftlichen Risiken, die ja gerade im vergangenen Sommer sehr, sehr groß geworden waren durch die Energiekrise, dass die sich zum Glück wieder zurückgebildet haben. Wir sehen, dass die Gasspeicher aktuell gut gefüllt sind. Wir haben einen Speicherstand, der so bei 77% liegt. Das ist für Anfang Februar ein sehr guter Wert, deutlich höher, als das in den vergangenen beiden Jahren der Fall gewesen ist. Und natürlich noch wichtiger ist, dass die Energiepreise wieder deutlich gesunken sind. Wenn man sich das mal anschaut, im Moment liegen sowohl der Gaspreis als auch der Strompreis ungefähr 20% unter dem Niveau, den sie vor einem Jahr gehabt haben und fast 80% unter den Niveaus zu Krisenzeiten aus dem vergangenen Sommer. Das heißt also, hier gibt es tatsächlich eine deutlich positive Entwicklung und eine kräftige Entlastung. Das heißt jetzt zwar nicht, dass die Bäume aus wirtschaftlicher Sicht hier für Deutschland und in Deutschland in den Himmel wachsen werden. Wir erwarten nur ein Wirtschaftswachstum in diesem Jahr von vielleicht so einem 0,5%. Aber nichtsdestotrotz, gemessen an den doch ziemlich dunklen und düsteren Erwartungen, die man da noch vor ein paar Monaten hatte, ist das gar kein schlechter Wert. Und entscheidend hierfür, für dieses positive wirtschaftliche Umfeld, ist neben den Energiepreisen auch die weiterhin sehr stabile Situation am Arbeitsmarkt. Die Arbeitslosigkeit ist immer noch extrem gering. Und wir beobachten auch, dass viele Privathaushalte immer noch über hohe Ersparnisse verfügen, die sie nämlich während der Corona-Pandemie gebildet haben. Also insofern ist auch immer noch eigentlich für viele genügend Geld da, das ausgegeben werden kann. Ja, hinter dieser positiven Entwicklung am deutschen Aktienmarkt steht insbesondere auch die positivere Inflationsentwicklung. Wir hatten ja Ende des vergangenen Jahres Inflationsraten hier in Deutschland von fast 12%. Die sind mittlerweile wieder etwas gesunken. Wir liegen jetzt noch etwas über 8%. Das ist natürlich immer noch extrem hoch, gerade wenn man das so mit der Entwicklung in den vergangenen Jahren vergleicht. Aber die Richtung stimmt. Und ganz wichtig ist auch, dass vor dem Hintergrund der niedrigeren Energiepreise die Inflationsrate bei uns auch weiter sinken wird. Das sind die sogenannten Basiseffekte, die da eine wichtige Rolle spielen. Denn fast genau vor einem Jahr, als der Krieg zwischen Russland und der Ukraine begann, haben sich ja vor allen Dingen eben die Energiepreise massiv erhöht, später dann auch noch die Nahrungsmittelpreise. Und dadurch, dass jetzt hier in den vergangenen Wochen und Monaten bei den Preisen doch eine positivere Tendenz festzustellen ist, wird sich das auf die Inflationsrate auswirken. Das heißt also, von rund 8% im Moment wird diese in den Frühjahrsmonaten wahrscheinlich so Richtung 6% und bis zum Sommer vielleicht Richtung 5% sinken. Und wenn nichts Unvorhergesehenes dazwischen kommt, das ist natürlich immer die Voraussetzung, dann dürften wir im Herbst und im Winter tatsächlich auch eine Inflationsrate wieder von 3% bekommen. Also viel niedriger, als das jetzt aktuell noch der Fall ist. Und mit ein bisschen Glück könnten wir vielleicht sogar wieder die 2 vor dem Komma sehen, wenn nicht Ende diesen Jahres, dann aber doch wahrscheinlich zu Beginn des Jahres 2024. Und das ist eine ganz, ganz wichtige und auch positive Botschaft, die damit verbunden ist für die weitere Entwicklung der Geldpolitik, für das, was die Notenbanken tun. Denn die wollen natürlich und die müssen die Inflation bekämpfen. Deswegen haben sie die Zinsen erhöht. Auch jetzt in den vergangenen Wochen wurden ja nochmal die Zinsen in den USA und auch von Seiten der EZB erhöht. Aber die gute Nachricht ist, wir sind wahrscheinlich fast am Ende des Zinserhöhungszykluses angekommen. In den USA rechnen wir noch mit vielleicht 2 weiteren Zinserhöhungen von 25 Basispunkten, sodass der Leitzins dann bei 5% liegen wird. In der Eurozone wird es noch etwas weiter nach oben gehen. Da rechnen wir mit 3 bis 4 Zinserhöhungen, sodass der Leitzins dann im späten Frühjahr oder im Frühsommer zwischen 3,5 und 4% liegen wird. Aber wie gesagt, ganz entscheidend, die Perspektive stimmt, dass der Zinserhöhungszyklus ausläuft. Und das sind auch gute Nachrichten dann für den Anleihemarkt, denn dort werden auch die Renditen wieder sinken. Größtes Risiko ist natürlich, dass diese positive Erwartung für die konjunkturelle Entwicklung, aber insbesondere auch für die Inflation, dass die nicht eintrifft. Dass also
die Inflation sich doch als hartnäckiger erweist, als wir das im Moment glauben und vermuten. Das würde nämlich bedeuten, dass die Notenbanken dann eben doch noch länger an der Zinsschraube drehen werden und mehr Zinserhöhungen kommen. Und das wäre dann wiederum eine nicht so gute Nachricht auch wieder für die Anleihenmärkte, weil dann dementsprechend auch die Kapitalmarktrenditen wahrscheinlich noch weiter nach oben gehen müssten. Das heißt also, in dem Falle wird es mehr Gegenwind von der Zinsseite geben. Das wäre nicht gut für die Aktien. Und das zweite Negativszenario ist, dass die wirtschaftliche Stabilisierung und implizite Erwartung, dass es ab dem zweiten Halbjahr wieder aufwärts geht, dass die nicht eintrifft, sondern dass quasi die wirtschaftlichen Schocks und vor allem auch der Schock über die höheren Inflationsraten sich erst zeitverzögert bemerkbar macht. Dann wären nämlich mit Sicherheit auch die Gewinnerwartungen für die Unternehmen zu hoch und zu positiv, zu optimistisch. Die müssten nach unten revidiert werden. Und dann wäre es tatsächlich so, dass momentan hier diese Entwicklung nur eine Blase wäre, die dann wieder platzt. Aber wie gesagt, Fazit aus unserer Sicht, die positiven Dinge, die Chancen überwiegen. Und deswegen können wir uns auch gut vorstellen, dass der DAX tatsächlich in der zweiten Jahreshälfte einen neuen Rekordwert erreichen wird.